Eine Stadt wie Bruck an der Mur hat, wie die Dokumentation 750 Jahre Bruck an der Mur bewies, eine reiche und brisante geschichtliche politische Vergangenheit. Vor allem die Jahrzehnte und Jahre über die schlimmen Tage im Ersten Weltkrieg und danach werden immer wieder bei diversen Veranstaltungen ins Gegenwartslicht gerückt. Ja, ein zentraler Punkt im Stadtmuseum ist natürlich unsere Mediathek, also unsere Filmesammlung. Und wir haben Filmmaterial aus der Stadt Bruck an der Mur von 1934 weg. Und da sind wir sehr stolz darauf. Wir haben auch etliche Zeitzeugen und Zeitzeuginnenaufnahmen und Interviews, die wir zeigen können. Das ist natürlich ganz wesentlich für die Entwicklung der Stadt Bruck an der Mur. Besonders dramatisch war das Jahr 1934 und der Monat Februar, in dem Bruck ganz schlimme Erinnerungen in uns wachruft. Wichtig ist vor allem, dass die junge Generation objektiv über das damals informiert wird. Ja, wir haben etliche Projekte mit Schulen gemacht und machen sie auch aktuell gerade, eben zu dem Thema Demokratie, Demokratisierung, 12. Februar 1934, aber auch natürlich Nationalsozialismus, Todesmarsch durch Bruck 1945. Es sind die Jugendlichen, sind da schon sehr interessiert, das hängt natürlich auch von den Schulen ab, aber wir machen Projekte zusammen mit der AHS, mit der HAG und wir haben sogar schon mit der Forstschule ein Projekt gemacht und die Jugendlichen sind sehr interessiert daran. Die Stadt Bruck und die Verantwortlichen im Kulturbereich versuchen immer wieder, und zwar mit Erfolg, durch Veranstaltungen die obersteirische Bezirksstadt im Rückspiegel zu betrachten. Auch den Jungen Gelegenheit zu geben, sich so mit der neuen Generation im Wechselspiel auszutauschen. Ja, das war eine Zeit, in der ich zum Beispiel in die Schule gegangen bin, da ist das tatsächlich totgeschwiegen worden. Jetzt ist das anders. Jetzt beschäftigen sich die Schulen sehr wohl damit. Wir haben jetzt im Zuge der aktuellen Ausstellung, die im März dieses Jahres eröffnet werden wird und sich mit dem Zweiten Weltkrieg und mit dem Wiederaufbau befasst, Zeitzeugenbefragungen gemacht. Wir haben ein Schulprojekt initiiert. Wir werden das dann alles im Zuge dieser Ausstellung dann aufarbeiten und auch darstellen und präsentieren. Die Zeit von 1914 bis 1945 wurde ja von der Politik völlig aus dem Lehrplan der Schulen gestrichen. Bilder der Vergangenheit sollen uns eine friktionsfreie Zukunft ermöglichen.